Sternenfohlen. Das große Schulquiz. Sternenfohlen, Sternenfohlen, hoch über den Wolken, ganz weit oben. Sternenfohlen, Sternenfohlen, schneller als der Wind kommen sie geflogen. Sternenfohlen. Wolke, Saphire, Mondstrahlen, Sturmwind sind die besten Freunde, vertrauen sich blind. Was auch immer du tun willst, kein Problem. Wunden heilen oder in die Zukunft sehen. Sternenfohlen, Sternenfohlen, hoch über den Wolken, ganz weit oben. Sternenfohlen. Das Abenteuer, haben keine Angst vor Ungeheuern. Sie fliegen um die Wette einfach so zum Spaß, geben richtig Gas. Sternenfohlen, Sternenfohlen, schneller als der Wind kommen sie geflogen. Sternenfohlen, Sternenfohlen, hoch über den Wolken, ganz weit oben. Schon wieder Regen. Dabei hatte ich gehofft, dass wir wenigstens am Wochenende mal wieder raus können. Ja, ich wollte so gern zum Zauberwald. Aber echt, ich will endlich mal wieder fliegen. Oder zum Strand. Und ich habe alle meine Bücher ausgelesen. Was? Oh nein. Hey, du Banause. Wolke, das kleine Einhornmädchen mit dem goldenen Horn und der strubbeligen Mähne, und ihre besten Freunde Saphira, Sturmwind, Mondstrahl und Stella schoben lustlos ihr Frühstück in den Futtereimern herum. Der Herbst war im Einhornland Arkadia eingezogen und schon seit Tagen stürmte und regnete es. Anfangs hatte das den Freunden nichts ausgemacht, denn in dem großen Schloss, in dem sich ihre Einhornschule befand, gab es jede Menge zu entdecken. Doch inzwischen wollten sie endlich mal wieder an die frische Luft und sich austoben. Aber mal ehrlich, was sollen wir heute machen? Wir könnten noch mal in das gruselige Kellergewölbe von neulich gehen. Ach, nö. So gruselig war das nun auch nicht. Hast du noch irgendwelche Heilpflanzen, die wir noch nicht umgetopft haben, Wolke? Bloß nicht. Dann lasst uns lieber noch ein paar Streiche ausdenken. Ach, nicht schon wieder. Dann mach doch einen besseren Vorschlag. Ich weiß auch nicht. Wir können ja schon mal für die nächste Klassenarbeit lernen. Spinnst du? Guter Witz, Stella. In diesem Moment betrat das Trihorn, der Schuldirektor, die große Halle, in der das Frühstück stattfand. Überrascht drehten die Einhornfohlen die Köpfe zu ihm um. Die morgendliche Versammlung fand eigentlich nur an Schultagen statt. Was es an einem regnerischen Sonntagmorgen wohl ankündigen wollte? Einen schönen guten Morgen euch allen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Na, ihr seid ja alle noch ganz schön schlapp. Aber vielleicht bringt euch meine Ankündigung ein bisschen in Schwung. Was gibt's? Eine Überraschung? Das kann man so sagen. Damaris, Atlas, Gloria und Acharz haben mich gebeten, euch auszurichten, dass es am Freitagabend hier in der großen Halle einen Quizabend geben wird, an dem alle, die möchten, teilnehmen können. Hey, wow, cool. Machen wir das? Was, es gibt einen Quizabend? Quizabend, das ist toll. Nun lasst mich mal ausreden. Ihr könnt euch zu Teams zusammenschließen und euch in die Liste eintragen, die der Oberelf nach dem Frühstück draußen im Korridor anbringt. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Los, wir müssen uns in die Liste eintragen. Mach mal langsam, Mondstrahl. Genau. Das Trion hat doch gesagt, der Oberelf fängt sie erst nach dem Frühstück auf. Wir können doch draußen auf ihn warten. Und was ist mit dem Frühstück? Ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe plötzlich auch voll Hunger.